Hallo und willkommen zum Kurzformat von Niedersachsen packt an. Grünkohl mit Peter to go. Ich bin Eva Völker. Heute stelle ich euch Zain Alabidin Al-Kaktir aus Gronau im Landkreis Hildesheim vor. 2011 flieht der Student Zain Alabidin Al-Kaktir aus dem Sudan. Die Geschichte seiner Flucht beschreibt er eindrucksvoll in seinem Buch »Ums Überleben kämpfen«. Neben seiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker engagiert er sich als Nachwuchstrainer für seine Fußballmannschaft in der Region Hildesheim. Er ist einer von fast 1,1 Millionen Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland gekommen sind. Ich bin Zain Alabidin Al-Khater. Ich komme aus dem Sudan. Ich bin hier in Deutschland seit 6 Jahren. Ja, ich mache immer noch Ausbildung als Kfz-Mechatroniker. Und ja, ich bin Buchautor und Fußballtrainer. Seit er in Niedersachsen angekommen ist, hat Zain einen weiten Weg zurückgelegt. Ein weiter und vor allem langer Weg war es auch, der ihn aus seinem Geburtsland Sudan hierher geführt hat. 2013 beschloss er, von dort wegzugehen. Ich bin von Sudan weg, weil ich musste fliehen. Ich war auch Student. Ich habe immer diskutiert gegen die Regierung von Sudan. Ich wurde 3-mal im Gefängnis gewesen. Zu der Zeit regiert der Diktator Omar al-Bashir, der sich inzwischen wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten muss. Zain gibt sein altes Leben auf, hängt sein Englischstudium an den Nagel. Er hat überhaupt kein bestimmtes Ziel vor Augen, will einfach nur weg aus dem Sudan. Seine Flucht führt ihn über Ägypten nach Libyen, einem wichtigen Transitland für viele Geflüchtete aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Dort arbeitet er als Tagelöhner, um sein Leben zu finanzieren. Doch sein Leben ist auch dort in Gefahr. Ich gehe einfach zur Arbeit mit dem anderen in einen Sammelpunkt und dann kommen die Leute aus Libyen mit ihren Autos und dann nehmen 2 oder 3 Leute und sagen, wir haben Arbeit für euch. Ich brauche 2 Leute, 3 Leute, du steigst einfach ein. Und dann, wenn du Glück hast, überlebst du. Wenn nicht, dann er bringt vielleicht dich um oder er gibt dich weiter zu anderen Leuten, die dich foltern. Jeden Tag bin ich da, also hingegangen zur Arbeit, sehe ich 2 oder 3 Leute von uns, die nie wiederkommen. Ich hatte einfach Glück gehabt, dass ich nicht einer von denen gewesen war. Zain schafft es, aus dem brutalen System der Schleuser und Menschenhändler auszubrechen und wagt die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer. 2 Jahre nach seiner Flucht aus dem Sudan gelangt er nach Niedersachsen. Seine erste Station dort, Osnabrück. Kaum angekommen, kauft er im örtlichen Supermarkt Schreibblock und Stift, um sich die traumatischen Erlebnisse aus Libyen von der Seele zu schreiben. Dann habe ich den selben Tag angefangen, habe ich einen Stift gefunden, habe ich angefangen zu schreiben. Ich weiß genau, das ist meine Geschichte. Ist nicht die einzige Geschichte. Und auch für mich selber auf jeden Fall habe ich auch geschrieben, weil einfach war Therapie für mich gewesen, weil ich auch ohne Schreiben einfach nicht schlafen konnte. Anfangs ist es nicht leicht für den jungen Mann in der niedersächsischen Provinz. Er spricht kein Deutsch, kennt niemanden. Immer wieder begegnet ihm als Schwarzem auch Rassismus. Doch er trifft auch freundliche Menschen, die ihn unterstützen. Und er entdeckt seinen Spaß am Sport wieder. Bei mir ist Fußball alles, würde ich sagen. Fußball ist das Einzige, was mir Freude bringt. Und ich mache das gerne. Ich habe seit meiner Kindheit gespielt. Und bis heute spiele auch immer noch. Und ja, also auf jeden Fall Fußball in Deutschland habe ich angefangen, direkt so nachdem wir hier angekommen sind. Und dann, unglaublich, war das unglaublich, unvorstellbar, ehrlich. Zain hat inzwischen die C-Trainer-Lizenz und trainiert den Nachwuchs in Hildesheim. Dort fühlt er sich inzwischen zu Hause. Auf jeden Fall Hildesheim, oder nicht nur Hildesheim, sondern Niedersachsen ist wie meine Heimat geworden, wirklich. Ich fühle mich hier sicher. Egal wo ich bin, wenn ich in Berlin bin oder wenn ich in Niedersachsen komme, dann fühle ich mich richtig wie zu Hause. Und ich kann richtig ruhig schlafen. Soweit die Geschichte von Zain Alabidin Al-Khater. Seine Fluchtgeschichte, das Buch, trägt den Titel »Ums Überleben kämpfen«. Erschienen ist es beim Arete Verlag. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter to go. Ein Video mit Zain findet ihr im Web unter Zuhause in Niedersachsen. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt.
Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@ue@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.